Servus aus Vorarlberg für ein Selbstexperiment. In diesem Selbstexperiment werde ich 7 Tage lang diese Notnahrung zu mir nehmen. Ich habe absolut gar keine Ahnung, was da richtig drin ist. Also werde ich jetzt selber überrascht sein, jedes Mal, dass ich was aufmache. Ich bin selber 1,98 Meter groß und überdurchschnittlich pummelig. Ich habe selber die Fleischversion von dieser Kiste. Diese Kiste gibt es gerade im Moment bei Lehmann Army Shop. Also, wenn euch dieses Video gefällt und ihr findet dieses Teil tatsächlich nützlich, es gibt einen Rabattcode, der heißt Elvis10. Nein, der ist nicht für immer gültig, sondern nur für einen Monat. Du kannst es online bestellen, da gibt es nämlich einen Online-Shop. Den werde ich unten verlinken. Während ich jetzt diese Tonne aufmache und mein Frühstück raussuche für heute, erkläre ich euch ein paar Szenarios, wo dieses Ding überhaupt richtig Sinn macht. So eine Tonne ist tatsächlich nämlich wichtig zu haben zu Hause für richtige Notfälle. Zum Beispiel Flut. Was öfters passiert in Deutschland. Und in meiner Gegend das Allerschlimmste, was passieren kann, Sonntag. Sonntag ist was Schlimmes. Was habe ich als erstes in der Hand? Chana Masala. Wildspitzen-Ragout mit Nudeln. Jägertopf mit Rindfleisch. Ungarntopf mit Rind und Nudeln. Sahnenudeln mit Hühnchen und Spinat. Nudeln in vegetarischer Bolognese. Vegetarische Bolognese. Ernsthaft? Kartoffeln mit Röschzwiebeln. Vollkorn-Früchtemüsli. Vollkorn-Früchtemüsli. Bitte sag mir nicht, dass es alles Vollkorn-Früchtemüsli ist zum Frühstück. Müsli-Schweizer-Art mit Vollmilch. Müsli-Schweizer-Art mit Vollmilch. Müsli-Schweizer-Art mit Vollmilch. Und dann gibt's NRG 5. Das Zeug geht. Aber ich glaube, das ist einfach nur für zwischendrin. Und da gibt's halt 2 davon. Ansonsten gibt's diese große Wanne. Die kann man als Kotzeimer verwenden. Oder fürs Regenwasser. 3 Tüten, die Fleisch drin haben. 4 Tüten, die vegetarisch sind. 5 Tüten, die Frühstück sind. Das ist doch 7 Tage. Frühstück 6 und 7 ist wohl das hier. Das ergibt 11 Tüten und 2x NRG 5. Der Kind im Bild, der ist echt erschreckend. Hier hinten ist eine Anleitung, wie man es macht. Ich brauche jetzt keinen zusätzlichen Geschirr dafür. Aber was du brauchst, ist einen zusätzlichen Löffel. Also muss ich selber meinen eigenen Göffel mitnehmen. Man sollte zur 6,5 auffüllen. Für alle normalen Menschen, das ist 210 Milliliter. Ich mach's mit Warmwasser. So sieht's innen aus. Wir lassen es jetzt ziehen. So sieht die Masse aus. Also es ist Hafer mit normalem Zeug drin eigentlich. Richtig werbungsmäßig. Das sind so kleine Stückchen. Ich glaube Mandel, Rosinen drin, irgendwelche Nüsse. Echt gut. Ich melde mich, wenn ich dann zu Mittag esse. Waldpilz-Ragout mit Nudeln. 520 oder 8,5 cm. Und wir haben jetzt endlich mal ausgerechnet, in jede Packung sind 9 Riegel. Also ich kann ca. 2,5 von diesen Riegeln täglich essen. Ich habe ca. 2000 Schritte. Ich zeige euch mal, was das überhaupt ist. Vakuum verpackt, um richtig zu sein. Ich glaube, das ist sogar Mylar. Das Luft wieder in die Verpackung. Kurz nach, dass ich mein Frühstück verfilmt hatte, ist auch ein Stromausfall passiert. Also man kann dieses Zeug natürlicherweise auch in so einem Stromausfall essen. Dieses NRG 5 ist laktosefrei und es ist ohne GMO. Für mich sieht es ein bisschen aus wie das Bett. Man kann es im trockenen Zustand verzehren oder mit Wasser zu mischen. Und im Notfall, wenn das Zeug austrocknet, hast du ja auch etwas Bio-Zement. Ich muss was trinken. So schaut's aus. Und ich tue jetzt kochend heißes Wasser rein und lasse es mal ziehen. So. Ich melde mich, wenn es gezogen ist. Also, ich habe das jetzt schon etwas länger ziehen lassen. Es sieht dann so aus. Die Nudeln sind da richtig aufgegangen. Also, ich genieße jetzt diesen Waldpilz-Ragout mit Nudeln. Dann esse ich vielleicht nochmal so einen Staubriegel. Dann geht's morgen wieder los. Es schmeckt echt gut. Geht. Ich melde mich wieder morgen. Wir haben jetzt Tag 2. Ich habe mir schon mein Frühstück ausgesucht. Und nein, es ist nicht mehr Frühstückszeit. Es ist 11.26 Uhr. 1683 Schritte schon heute gemacht, aber ich habe jetzt richtig, richtig Hunger. Ich habe tatsächlich absolut gar nichts dazwischen gegessen. Also heute habe ich Müsli Schweizer Art mit Vollmilch. Dieses Mal brauche ich nur 150 Milliliter, das ist 4,5 auf dieser Skala wieder. Ich habe hier einen kleinen Set von Esbit. Der Brenner sieht dann so aus. Vorne eine Aussparung, hier unten kann man die Esbit-Tablette reintun. Sie hat hier kleine Füße dran, damit sie eigentlich unten die Oberfläche nichts tun sollte. Hier drin im Topf stehen leider nur die Markierungen bis 400. Ich habe ihn noch nie verwendet, aber jetzt wird es mal Zeit, das auszutesten. Zack. Es gibt hier auch eine kleine Funktion, ich weiß nicht, ob er nützlich ist oder nicht. Da kann man den Deckel nämlich so dranhängen. Wir benutzen nicht den originalen Esbit, sondern die hier von Origin. Ich finde es toll, dass man es hier von oben anzünden kann oder von der Seite.
Noch dazu, wenn es tatsächlich mehr Wasser ist und eine Tablette nicht ausreicht, dass man einfach zur Seite reingreifen kann und noch eine nachlegen kann. Wir haben ja letztes Mal rausgerechnet, ich darf 2 am Tag essen. Also während ich auf dieses Wasser warte, esse ich mal wieder dieses Zeug. Ich kann dir nicht empfehlen, das einfach nur trocken zu essen, weil dann klebt es richtig im Mund. Da muss man echt einen Schluck Wasser immer dazu nehmen. Also wie ihr seht, das Wasser kocht. Ich habe noch Sägespäne, meine NRG 5. Tu niemals die Hälfte vom Riegel im Mund und dann trink Wasser. Das kühlt so dermaßen auf. Oh. Also bei diesem kleinen Kocher bin ich beeindruckt, wie schnell er kocht. Aber hier unten ist der Rouge ziemlich schlimm. Das Gute dran ist, hier rundherum ist absolut gar nichts. Wir haben ihn jetzt ziehen lassen und ja, ich darf jetzt mein Frühstück genießen. So sieht er aus. Der gefällt mir um einiges besser als der andere. Ich melde mich, wenn ich jetzt mein Mittag-Abendessen esse. Also wir haben jetzt langsam 5.33 Uhr. Ich habe soweit 4229 Schritte gemacht und die Mahlzeit ist Sahnenudeln mit Hühnchen und Spinat. Der Kocher ist der BCB Micro. Ich habe tatsächlich nur noch einen NRG 5 Riegel zum Essen heute. Yay! Wir brauchen für diese Mahlzeit 490 Milliliter. Also das bedeutet, an der Anzeige muss ich auf 8 cm anhalten. Das Zeug sieht so aus. Als Brennstoff verwende ich BCB Fire Dragon. Da dieses Ding fast 500 Milliliter braucht, habe ich die größere Tasse jetzt rausgepackt. Wir zünden das hier an, tun das Wasser rein, lassen es kochen, lassen es ziehen. Wir zeigen es, wenn es jetzt halt fertig ist. Ach ja, falls ihr euch fragt, ob meine andere Hälfte Mitleid hat, während ich diese ganze Challenge mache, die Antwort ist nein. Sie hat nämlich am ersten Tag Pancakes gemacht. Danke, Schatzi, hab dich auch lieb. Also, leider hat eine Tablette von diesem BCB Fire Dragon nicht ausgereicht, um einen halben Liter anzuheizen mit Deckel. Mindestens lässt er sich gut entzünden. Esbit, ich schau dich an. Ich sitze hier fast eine halbe Stunde für nur eine Packung von Essen. Warum kocht das Wasser noch nicht? Es ist die zweite Brennstofftablette noch dazu. Nein. Ah! Ich esse schon mal so ein NRG 5 Riegel. Sonst, glaube ich, kann ich heute gar nichts mehr essen. Und dieser Pulver ist sehr, sehr trocken. Ich bin etwas neugierig geworden, also haben wir doch die andere Tasse jetzt hergeholt. Ich tue diesen Riegel rein mit etwas Wasser, rühre um und schaue, ob es tatsächlich besser schmeckt. So sieht's aus. Es schmeckt genau wie davor, aber nur wässrig. Dann stelle ich diesen Grießbrei auch auf die Hitze. Mal sehen, ob es ein bisschen besser dadurch wird. Gieß, gieß, gieß. Saß ich lieber hier unten, da das andere nämlich Stichflammen noch schmeißt. Es ist jetzt richtig warm hier geworden. Wie Babybrei. Es ist nur lauwarm, aber es schmeckt um einiges besser. Von jetzt an mache ich mir immer einen Brei draus. Babybrei. Jetzt kommt die Hauptmahlzeit. Die Zusammensetzung an und für sich 1A. Aber es ist halt nicht meine Geschmacksrichtung. Und morgen geht das Ganze nochmal los. Yay! Also wir haben jetzt schon wieder Frühstückszeit. Es ist 11.24 Uhr, wie man normalerweise frühstückt. Und ich teste diesen Titankocher aus von Esbit. Der braucht aber sicherlich immer einen Windschutz. Also habe ich den X-Boil hier. Nicht irgendeinen, sondern den von meinem Zerstörungstest mit dem Auto. Ich schütte etwas Wasser um von dem hier in den hier, damit ich diese Skala verwenden kann. Macht Sinn? Macht Sinn. Ich brauche nämlich 210 Milliliter Wasser für schon wieder ein Vollkorn-Früchtemüsli. Als Brennstoff verwende ich wieder diese Origin-Tabletten. Erstens mal, weil sie offen sind und zweitens, weil sie leicht länger brennen. Und wir setzen es jetzt auf, lassen es kochen, kippen es rein und dann zeige ich euch wieder, wie es mir schmeckt. Die Tüte wird sehr heiß. Also wir haben es tatsächlich mit diesem Kocher und einem Windschutz mit einer Tablette geschafft, das Ganze zu erhitzen für den einen und jetzt den restlichen Wasser zu erhitzen für diesen NRG 5. Und ich bin echt überrascht. Ich dachte, dieses kleine Ding würde keinen Sinn ergeben. Es ergibt immer noch keinen Sinn, weil nicht alle Tassen passen drauf. Und es funktioniert theoretisch besser, wenn man es umdreht. Was für einen Kocher nie ein guter Fall ist. Und jetzt zum Geschmackstest. Es schmeckt genau gleich wie letztes Mal. Also wir haben Tag 3. Ich habe jetzt 1514 Schritte gemacht heute. Aber ich muss wohl 10 Packungen Pellets ausladen. Da sind 10 Packungen von 15 Kilo. Also klar, ich muss normalerweise diese körperliche Arbeit nicht jeden Monat machen, sondern alle paar Monate. Ich habe bemerkt, ich habe über den Durchschnitt im Kalorienverbrauch. Ich habe das Gefühl, es ist immer abwechselnd, ob ich viele Kalorien verbrauche oder wenige. Ich werde jetzt weitermachen und ich merke jetzt schon, ich bin ein bisschen außer Buße. Finde ich das Zeug an und für sich gut? Ja, es schmeckt sehr gut. Aber ich merke selber, im Moment habe ich eine kurze Zündung dadurch, dass ich einfach wenig Energie habe. Ich habe auch wenig Lust auf irgendwas unternehmen oder tun. Ja, anstrengende Arbeit macht mich sofort müde.
Wir haben jetzt 5.33 Uhr. Ich habe insgesamt 5.311 Schritte gemacht und ich habe sehr viel physische Arbeit machen müssen. Wir kochen jetzt mit dem Notkocher M71, soweit ich mich erinnern kann. Das ist mein allererster Kocher gewesen. Das Ding ist jetzt sehr verrostet, weil das Zeug hält nur so viel aus. Hier oben ist der Dichtungsring komplett kaputt. Und wenn einer von euch weiß, wo man tatsächlich so einen Notkocher nochmal kaufen kann, bitte einfach als Kommentar verfassen, ich suche einen seit Ewigkeiten. Wir benutzen den riesen Tatonka-Becher mit Deckel, weil der hier braucht 480 Milliliter. Dieses Mal esse ich Jägertopf mit Rindfleisch. Jetzt kochen wir schon mal das Wasser dafür. Die Anzeige außerdem in dieser Tasse fängt außerdem nur bei einem halben Liter an. Das finde ich sehr unpraktisch, weil es gibt viele Mahlzeiten, die brauchen um einiges weniger Wasser und dann kann man es gar nicht abschätzen. Obwohl das Gefäß riesengroß ist, sollte hier auf jeden Fall nachgebessert werden. Trotz dem ganzen Rost drauf, das Ding hält alles noch aus. Das ist immer noch mein Lieblingskocher. Es riecht schon mal sehr gut tomatig und es sieht so aus. Also das Wasser ist endlich am Kochen. So sieht's aus auf dem Löffel. Kann ich schlecht beschreiben, aber der schmeckt irgendwie ganz, ganz wild. Und das soll er ja auch, weil er irgendwie, was Jägertopf heißt, gut, irgendwie gut. Ich melde mich morgen wieder mit dem Frühstück. Guten Morgen, es ist 9.55 Uhr und ich esse Müsli auf Schweizer Art. Ich stelle jetzt den Brenner auf und wir kochen das Wasser dafür. Zur Erinnerung, man braucht nur 150 Milliliter bei dem. Der Kocher heute ist der BCB Multifuel Cooker. Jetzt zünde ich das Zeug an mit dem traditionellen Feuerzeug und der hier ist von Clawgear. Es brennt schon. Schnell, schnell Flüssigkeiten rein. Das hier ist die Tasse vom BCB MK1. Ich weiß nicht, ob man es gut auf Kamera sieht, aber es schießen schon wieder Stichflammen raus, sobald das leichte Wind kommt. Also das Ding ist immer noch in meiner Hinsicht eine absolute Katastrophe. Wir haben nicht mal 200 Milliliter in dieser Tasse von BCB. Und das ist der Kocher von BCB. Und das war der Brennstoff von BCB. Und das ist nicht zum Kochen gekommen. Die ganze Tablette ist aufgebraucht. Das hat jetzt diesen komischen Reststück. Und das Wasser würde ich mal einschätzen mit so 60 bis 70 Grad. Ja, von oben bis unten verstehe ich nicht, warum dieser Kocher so schlecht gemacht ist. Er sieht nämlich von außen fast ident aus zu der S-Bit-Version. Und darum lassen sich bestimmt viele Leute täuschen, dass es auf dem gleichen Niveau wäre. Aber man merkt es einfach vom Blech her, dass es dünner ist. Und noch dazu, es hat einfach nicht die gleiche Brennleistung. Mein Brei werde ich nämlich drin verlegen, weil da kann ich den Wasserkocher einsetzen. Also, jetzt ist endlich Zeit fürs Abendessen. Es ist 5.52 Uhr und ich habe insgesamt 3.867 Schritte heute gemacht. Also fürs Kochen heute verwenden wir eine Gaskartusche und die MSR Pocket Rocket. Drücken gegen den Plastik, zack, ist der Deckel offen. Es hat hier kleine Standfüße, die muss man ganz komisch arretieren. Erst so nach außen, dann drehen nach oben. Die hier insbesondere ist ein bisschen fummelig. Du musst zuerst leicht zurück, dann nach oben und so. Ganz seltsam. Wenn man endlich verstanden hat, wie die Füße überhaupt auseinandergehen, ist dieses Teil extrem einfach zu bedienen. Nehme Gaskartusche, nehme diesen Kocher, draufdrehen, schön schauen, dass sie fest sitzt. Hier oben gibt es diesen kleinen dreiteiligen Windschutz. Das bedeutet, wenn Wind von der Seite kommt, dass es hier auf der anderen Seite nicht löscht und dann entzündet es wieder die Seite, die gelöscht wurde. Also, das Resultat für dieses kleine Stück Blech bedeutet, dieses Teil ist extrem windresistent. Windsicher? Nein, weil alles kann ausgehen, solange der Stoß schnell genug ist. Aber es sollte bedeuten, dass dieses Teil viel weniger anfällig ist. Zum Kochen haben wir dieses Edelstahl-Tappegeschirrteil. Heute ist die Mahlzeit vegetarisch, Nudeln in vegetarische Bolognese. Wie soll es gut sein ohne Fleisch? Keine Ahnung, das finden wir selber raus. Als nächstes sagen sie, dass es Burger gibt, die vegetarisch sind. Oh nein, richtig gut. Wow. Hoffentlich sieht man es gut, es wird ein bisschen dunkel. Man braucht für diese Mahlzeit, was? 590 Milliliter. Okay. Nee. Wird schon gehen. Das Gute an MSR-Produkten ist, sie haben immer so einen richtig guten Kegel. Man merkt auf jeden Fall den Unterschied zwischen einem hochwertigen und einem billigen an zwei bestimmte Sachen. Erstens mal Flame Pattern, das bedeutet, wie er überhaupt brennt. Und zweitens Qualität von dieser kleinen Gewindeschraube. Jetzt wird man es sehen. Right? Das bedeutet, du kannst extrem gut feinjustieren, falls du nicht zu viel Hitze geben willst. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Teil verwende. Es hat keinen Deckel, also gebe ich Gummi, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Volle Kanne! Zum Glück
gibt es eine wunderschöne Geräuschkulisse durch Gasbrenner. Manche finden es sogar entspannend. Und manche wie ich nicht. Es kocht. Schau oben. Das waren jetzt was? 2-3 Minuten oder so? Es sieht circa so aus, wenn man es überhaupt noch sehen kann. Das war kein Fleisch drin, aber alles andere. Die Würze, die Tomaten, die Nudeln. Alles andere passt perfekt. Den würde ich mir wiederholen. Na ernsthaft? Und ich bin ein echter Fleischesser. Ich liebe Fleisch. Der schmeckt richtig gut. Claudi, du musst den noch probieren. Der ist echt gut. Richtig gut. Ja. Und du isst selber sehr viel Fleisch, oder? Mhm. Magst du es? Ja, richtig. Das ist richtig gut. Ich erpresse dich nicht, nein, oder? Mhm. Also, gut. Ja, Fazit, sehr gut. Es ist 11.59 Uhr, also fast 12 Uhr, und es ist Zeit für den Frühstück. Heute verwende ich zum Kochen diese Nalgene Oasis Flasche, diese US-Becher, aber nicht die echte Version, sondern die von Miltec, und dieses kleine Alu-Teil auch von Miltec. Als Brenner heute verwenden wir den Gelbrenner von Trangier. Heute gibt es zum letzten Mal Müsli, Schweizer Art. Ja, ab morgen habe ich nur noch diesen Brei. Dieses Müsli braucht 150 Milliliter Wasser. Ja, es ist heiß. Das Problem mit diesem Set ist, du kannst ihn nicht gerade drauf tun, da er einfach leicht runterfällt. Also musst du ihn immer leicht schräg hinsetzen. Also, der Wasserkocher hat circa so 7-8 Minuten gedauert. Ich finde ihn ziemlich gut als Set, so in Kombination. Obwohl man die Tasse leider schräg stellen muss, ist er ziemlich windsicher. Ich schütte jetzt das heiße Wasser in diesen Müsli rein und lasse es wieder ziehen. Siehst du, ohne Verbrennungen. Also, ich esse jetzt das Müsli. Das ist das letzte Mal, dass ich Müsli esse. Danach gibt es nur noch einen Brei für mich. Schon ein bitterer Nachgeschmack. Die Uhrzeit ist 5.27 Uhr. Die Schritte, die ich heute gemacht habe, sind 2037. Ich esse heute Chana Masala. Ich brauche dafür 360 Milliliter. Keine Ahnung, was da alles drin ist. Aber es könnte für mich gefährlich werden, weil es riecht gesund. Blech. Dieses Mal zum Kochen verwenden wir den BCB MK1 Edelstahlbecher und den richtigen Kocher dafür. Was ich besonders gut an diesem Kocher finde, ist, es hat einen Windschutz rundherum. Trotzdem ist hier ein Luftloch. Oben sieht man schön, dass die Hitze vorbeikommt. Es macht das ganze Teil relativ effizient. Wir haben das Zeug jetzt lang genug ziehen lassen. Das Zeug riecht schon mal sehr würzig und sieht auf dem Löffel so aus. Sehr heiß. Ich glaube, die heißen Kichererbsen. Und es ist unhöflich, wenn man redet mit Essen im Mund. Nicht meins. Schlecht ist es nicht, nein, überhaupt nicht. Aber einfach nicht meins. Zum Glück habe ich morgen was anderes vor mir. Ach ja, und ganz, ganz viel Brei. Guten Morgen. Ich muss heute Morgen ganz schnell meine Riegel in irgendwie Brei verwandeln. Also mache ich das alles heute mit den Primus Multifuel. Es gibt eigentlich für diesen Gasbrenner auch so eine Flasche, wo man verschiedene Brennstoffe reintun kann und pumpen muss und alles Mögliche. Aber meins kam von gebraucht, also war das nicht vollständig. Ich kann es quasi nur so einsetzen gerade im Moment. Der Wasserkocher ist aus Edelstahl und kommt aus Decathlon. Das hier ist die Tatonka Handle Bowl in klein. Das verwende ich quasi, um meinen Brei anzurühren und zum Essen. Und jetzt brauche ich nur noch die Riegel. Nehmen, reinbröseln, Wasser kochen, ziehen lassen und essen. Ihr fragt euch bestimmt, was ist diese riesengroße gelbe Tasse neben mir? Und ja, das ist Tee. Circa 1/2 Liter. Ich trinke das fast jeden Morgen. Das wird das erste Mal, dass ich diesen Teil einsetze, also wünsch mir Glück. So sieht's jetzt aus. Und jetzt tue ich etwas heißes Wasser dazu, rühre um und dann habe ich meinen Brei für heute Morgen. Also ich esse mal den Brei vor, dass er kalt wird, weil sonst setzt er sich fest und wird zu Biozement. Heute ist der Ungarn-Topf mit Rind und Nudeln. Entweder, weil ich so viel Pampe gegessen habe, riecht er extrem gut oder er riecht einfach allgemein extrem gut.
Ich tue jetzt Wasser aufkochen dafür. Ich brauche nämlich 320 Milliliter. Hier gibt es aber leider kein Anzeichen für das. Also schätze ich circa die Hälfte zwischen den zwei Strichen. Das hier ist außerdem der BCB MK2. Und es brennt schon, obwohl man es nicht gut sieht. Sind da Hundehaare drin? Toll! Extra Geschmack. Ich habe voll vergessen zu erwähnen, die Uhrzeit ist 5.01 Uhr. Servus, Kirchglocken. Die Anzahl von Schritten, die ich heute gemacht habe, sind 4.745. Nach 5 Minuten sprudelt kocht dieses Teil. Also ich selber mag nicht, wie diese Optik von diesem Teil ist, aber er funktioniert einwandfrei. Also das Zeug riecht schon mal sehr würzig. Ja, so sieht's auf den Löffel aus. Und schmecken tut's? Richtig, richtig nice. Man kriegt so einen Nachgeschmack vom Würze. Das Fleisch ist zwar rehydriert, also nochmal mit Wasser dazu getan, damit sie wieder seine Konsistenz hat. Das bedeutet, dass er dann nie so wie 100% ist, aber würde man sagen 99%, man schmeckt, dass es gutes Fleisch ist. Die Würze ist ja nicht besonders extrem, damit es einen überwältigt. Aber es ist nur ganz mild, damit man halt den Geschmack davon hat. Ich merke, worauf sie die ganze Zeit aus sind bei dieser Kiste. Ist halt Geschmack, damit es interessant wird, aber nicht zu viel, damit es dich nicht überwältigt. An und für sich ein sehr schlaues Konzept. Und schmecken tut es halt für jeden halt gut. Also, wir haben den letzten Tag und es ist 12.15 Uhr. Ich habe insgesamt 494 Schritte soweit gemacht, weil es ist morgens für mich. Wir benutzen heute den berühmten IKEA-Hobo. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man halt immer so Besteck reinschmeißt. Ein Aschenbecher von Action und eine Salatschüssel von IKEA, die extrem wackelig ist. Ich habe nur noch eine Mahlzeit übrig, die kommt erst am Abend, also mache ich mir heute Morgen einen Brei. Also ich habe jetzt Wasser dazu gemischt, damit ich so einen Brei jetzt habe. Ich tue etwas Brenngel hier rein, in den Aschenbecher, den ich schon reingelegt habe. Und ihr fragt euch bestimmt, wie ich das anzünde. Das frage ich mich auch. Bitte nicht nachmachen. Es brennt. Ich habe jetzt die Schüssel oben drauf getan. Theoretisch könnte man jetzt diesen Aschenbecher hoch und runter bewegen, damit der Abstand richtig ist. Aber das muss man nicht unbedingt in meiner Hinsicht. Solange es oben drauf ist und die Hitze gut verteilt wird, funktioniert es. Ich rühre jetzt um, bis das Ganze zu einer Pampe wird. Und dann muss ich diese Pampe dann essen. Weißt du, was ich nicht vermissen werde? Diese Pampe. Ich freue mich schon auf heute Abend was Richtiges zu essen. Also, die Uhrzeit ist 16.03 Uhr. Und ich habe heute, Pi mal Daumen, 4000 Schritte würde ich mal sagen. Wir verwenden heute den riesengroßen Esbit-Kocher. Der sieht nicht sonderlich groß aus auf Kamera, aber vertrau mir, da passt eine ganze Packung Esbit einfach so rein. Die kleinen 14 Gramm Version. Und die letzte Mahlzeit ist Kartoffeltopf mit Röschzwiebeln. Für dieses Menü brauchen wir 490 Milliliter kochendes Wasser. Ich verwende heute die Tabletten von Origin, weil sie schon offen sind. Um zu zeigen, wie groß das ist, die hier sind 14 Gramm und schau dir das hier an, du kannst zwei nebeneinander stellen. Traditionell zünden wir das jetzt an mit einem Feuerzeug und ich schütte mal fast ein halbes Liter Wasser hier rein, oder? Mein größter Problem an diesem riesengroßen Esbit-Kocher ist nicht die Größe, sondern dass er ohne Windschutz kommt. Die moderne Version kommt nämlich mit einem Windschutz. Ich wünschte, die hätten tatsächlich diesen Windschutz gemacht für diese Größe Esbit-Kocher. Es ist schon extrem windanfällig, da die Öffnung einfach so groß ist. Also ich habe mir schnell einen Windschutz geholt und ich probiere nochmal. Es windet schon extrem, aber vielleicht habe ich Glück. Ich habe jetzt ein kleines bisschen Brenngel oben drauf getan auf das Esbit, damit es lang genug anbleibt, die Flamme, dass der Esbit wieder zum Brennen kommt. Und wir haben hier einen Windschutz geklaut von einem von meinen anderen Brennern, weil das Ding ist schon extrem anfällig. Also das Wasser kocht, man braucht einen extrem guten Windschutz, weil das Ding extrem anfällig ist, aber wie man hier sieht, schau mal rein, es ist weiß, da sieht man fast nichts, aber es hat richtige Blubberbläschen. Wir haben sogar noch Esbit übrig und ich mache schon mal mein Essen auf. Das Zeug riecht okay, muss ich echt sagen. Es sieht so aus und ich kippe jetzt endlich Wasser rein und mache das so schnell wie möglich, damit mir nicht das ganze Zeug wegweht.
Tada! Das ganze vegetarische Essen ist jetzt bestimmt gezogen und zum Glück ist es das letzte Mal, dass ich jetzt Notnahrung essen muss. Das Zeug sieht so aus und tatsächlich, es schmeckt cremig. Ich kann es nicht mal beschreiben, aber es schmeckt sehr gut. Also ihr fragt euch bestimmt, ja oder nein zu diesem riesengroßen Kübel voll mit Notnahrung? Ich sage definitiv ja, weil da ist nichts Ekelhaftes drin. Aber es gibt ein paar Sachen, das dieser Kübel nicht anbietet. Es hat kein Wasser, es gibt keine Getränke, es gibt kein Göffel, es gibt keinen Weg, das Essen zu erhitzen. Ja, man muss sich das Zeug einfach separat noch einlagern. Es gibt aber in meiner Hinsicht keinen großen Nachteil von so etwas. Das kann man immer zu Hause haben für den echten Notfall. Und mein Beispiel für einen echten Notfall, wo so etwas richtig einen Unterschied macht, ist, wenn man wirklich im Winter mal eingeschneit wäre oder Flut oder was auch immer bei dir wirklich ein Szenario sein könnte. So etwas ist einfach nicht dumm, pro Person einen so einen Kübel zu haben. Vergiss bitte nicht, mit dem Code, den ich eingeblendet habe, spart ihr auch 10%. Also es rentiert sich definitiv für so einen Kübel Notnahrung. Ich wünsche euch von Fahrtberg aus ein wunderschönes, was auch immer. Und ja, ich gehe was Richtiges jetzt essen.